My name's Laura James. I'm a journalist with the Daily News. Recently, I joined a secret order dedicated to investigating mysterious crimes. As a journalist, it's quite easy for me to hear about any peculiar happenings in the city. So here I am again, driving to the scene of a strange murder. Anleitung. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Nein, immer noch nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu New York Mysteries The Lantern of Souls. Mal wieder mit einem mysteriösen Fall. Wen haben wir hier? Evening. You're on the Martell's private property now. You'll just state your name and business, if you don't mind. Laura James, eh? The journalist? Yes, the cops said you'd be coming by. Still, I can't let you pass until you show me some ID. My duty is still my duty, after all. Ja, aber natürlich müssen wir das. Unbedingt. So, aus der Zeitung. Gestern wurde in der Zeitung über den Tod Thomas Martels berichtet. Auf dem Foto sieht es aus, als sei er um einiges älter als seine Frau gewesen. Ja. Soll vorkommen, die nur einen Tag später ermordet wurde. Sie wäre die Alleinerbin des beträchtlichen Vermögens gewesen. Ah ja, okay. Offensichtlich hatte er ordentlich Asche, deswegen hat sie sich wahrscheinlich auch so gefreut. Nett. Das ist toll. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Am Donnerstag kam Thomas... Wie spricht man das aus? Martell? Martell? Hat er Barbie erfunden? Im Alter von 58 Jahren ums Leben. Ich glaube, Martell wird anders geschrieben, ne? Zumindest was die Barbie angeht. Naja, ist ja auch egal. Laut Aussage der Witwe Carrie Martell erlag er in seinem Heim einen Herzanfall. Tja. Gut, die Zeitung nehmen wir schon mal mit. Hier haben wir die Tasche. Was haben wir hier noch? Ich habe noch nicht genug Informationen über diesen Fall. Ich sollte weiter ermitteln. Ja, tun wir ja auch. Ich will ja nur gucken, was wir hier noch machen können. Aber anscheinend gibt es hier gerade nichts. Gut, dann gehen wir hier erstmal raus. Was ist hinter diesen Wänden verborgen? Professor Bishop hat mich damit beauftragt, festzustellen, ob bei dem Mord übernatürliche Kräfte im Werk sind. Pulver. Da haben wir ihren Ausweis. Sehr schön. Dann können wir dir gleich geben. Da. Alright, that's fine. You can go in. I hope you'll prove more useful than the police. Until just now, they hadn't found Mrs. Martell's body. But let me tell you something. What you're about to see inside might shock you. Here's a copy of the mansion key. Take it, and good luck. Tja, da hat er vollkommen recht. Da bekommen wir einen Schlüssel. Hier haben wir, ja... Glückwunsch, an einigen Schauplätzen haben wir Sammelobjekte versteckt. Du hast das erste gefunden, halte die Augen nach restlichen offen. Wie immer, 1 von 9. Sehr hübsch. Oh, hier kommt aber ein anderes Schloss ran. Das Wachhäuschen, vielleicht finde ich hier etwas Nützliches, aber ohne den passenden Schlüssel komme ich da nicht rein. Hättest den guten Mann doch auch einfach fragen können.
Aber das will sie ja anscheinend nicht. Haben wir hier sonst noch etwas? Ist hier irgendwas? Ich dachte eben, er würde... Ja, da ist auch... Nee. Okay, er geht darauf. Okidoki. Ah, da glitzert doch was. Aber bei so vielen Dornen sollte ich nicht mit bloßen Händen versuchen. Sollte ich es nicht mit bloßen Händen versuchen? Ja. Dann nutzen wir doch erstmal den. Alles andere wird sich schon finden. Tada! Und ab durch die Mitte. Neue Aufgabe, Beweise. Schön. Was für ein Zimmer, Thomas. Martel war kein armer Schlucker. Nee, das haben wir doch schon festgestellt. Aber offensichtlich hat sein Geld allein ja nicht gereicht. Broadway. Mit 33 Meilen ist der Broadway die längste Straße New Yorks. Hier liegen die berühmtesten Theater, viele berühmte Clubs und Bars, sowie zahlreiche Geschäfte. Ah, schön. Glückwunsch. In einigen Bereichen sind Karten versteckt. Du hast die erste gefunden. Versuche sie alle zu finden und das Geheimfach, das sie verbergen, zu öffnen. Oje. Ich hoffe, das wird nicht wieder was sowas wie mit den Dias. Die habe ich jetzt ja letzten Endes gar nicht mehr aufgenommen. Pech, kein Reißverschlussschieber dran. Aber da könnte etwas Wichtiges drin sein. Okay, dann brauchen wir auch noch einen. Weil es sich um... Ach Mensch, was war denn das noch für ein Rätsel? Es war im Grunde genommen immer wieder dasselbe Rätsel. Also gar nicht mal Rätsel, das waren so Schiebedinger. Und naja, die steigerten sich einfach nur. Und da hatte ich das, glaube ich, gelassen. Das Emblem fehlt. Ja, das ist... In den Kamin ist doch etwas. Ich muss das Feuer löschen. In die Vase. Geht nicht. Was haben wir hier überhaupt? Ha! Ist ja ein Ding. Kuchen, Champagner für eine Beerdigung? Ja. Sie hat ihren neuen Reichtum gefeiert. Und damit können wir bestimmt das... Feuer löschen. Das scheint ein Geheimfach drin zu sein. Nur wo ist das passende Emblem? Das weiß ich noch nicht. Und sonst haben wir hier auch nichts. Gut, dann löschen wir mal. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Ein Medaillon. Sieht aber gerade ehrlich gesagt nicht so aus. Weil das hier ist eher so ein Feuerzeichen. Oder ist ein Feuerzeichen? Keine Ahnung. Hier haben wir noch ein... Ja... An manchen Schauplätzen sind Chamäleon-Objekte versteckt, die ständig ihr Aussehen ändern. Du hast das erste gefunden. Finde alle 35 Chamäleon-Objekte. Ja, I do my best. Habe ich ja schon mal gesagt. Das ist jetzt nicht meine oberste Priorität. Wenn ich nicht alle finde, dann ist das erstmal so. Raten würde zu lange dauern. Ich brauche einen Hinweis. Welche Bilder sind denn da drauf? Okay. Ist gut. Machen wir. Haben wir hier sonst noch was? Nee. Da haben wir noch ein Objekt. Und hier war jetzt auch nichts weiter außer die Tasche. Wo uns der Dings zu fehlt. Oh. Krawattenklammer. Okay. Anscheinend hat er ein paar mehr davon gehabt. Kann ich damit was abstellen? Toll. Krawattenklammer. Es bleibt, wie es ist. Ich glaube, hier kann ich das noch nicht nutzen, oder? Ich weiß es nicht. Wir gehen vielleicht erstmal hier ran. Bevor ich den Schlüssel rausdrücke, sollte ich etwas unter die Tür legen. Hier, wie wär's mit einer Zeitung? Und dann vielleicht mit der Nadel? Tada! Darf ich den haben? Danke! Die Zeitung bleibt jetzt da liegen oder nehme ich die wieder mit? Ja, okay. Auch in Ordnung.
Ah! Sehr schön. Thomas Tagebuch. Guck mal, da passt. Oh, kriegen wir gleich ganz viel zu lesen. Links ist eine einigermaßen anständige Schrift. 24. Juli 1959. Ich habe mich mit Carrie gestritten. Sie hat sogar die Engelsfigur nach mir geworfen, aber sie ist an der Wand zerschmettert. Ich habe die Stücke aufgesammelt und versteckt. Warum ist sie nur so gemein zu mir? Ich liebe sie doch. Ja, aber sie liebt dich nicht. Stell dir vor. Hätte er sich eigentlich denken können, ne? Ich muss das passende Emblem finden. Ja, weiß ich nicht, manchmal, oder manche sind ja auch blind vor Liebe. Sowas kann leider passieren. Kommt das hier rein? Nein. Es sah eben irgendwie so komisch. Ich hätte ja sagen können, dass da so mehrere Teile reinkommen. Aber ist wohl nicht. Dann haben wir ein Chamäleon-Objekt. Hier haben wir ein Sammelobjekt. Und hier haben wir ein Safe. Yay. Okay, aber keine Kombi. Oder weiß ich nicht. Haben wir eine Kombi? Was ist denn das hier? Tipp. Toll. Gehört der hier hin? Nein. Weiß ich noch nicht. Wo der hingehören könnte. Ach Gottchen. Wenn ich die Scheibe zerbreche, kommt vermutlich der Wachmann angerannt. Ich sollte mich nach der Fernbedienung umsehen und den Alarm abstellen. Fernbedienung. Ach du Heilige, was ist denn das? Ich hab's mir schon gedacht. Drücke auf die Ziffern, um den Pfeil auf das richtige Symbol zu bringen. Ach nö, echt? Nee, warte mal, wir machen mal. Geht der nur in eine Richtung? Ja, anscheinend. Okay, das war auch Schwachsinn, was ich jetzt gemacht habe. Ach, der rastet mir die hier auch direkt ein. Toll. Ach du Kacke, wie soll ich denn das machen? Soll ich die Reihenfolge hier einhalten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber das funktioniert doch überhaupt nicht. Oder checke ich das gerade nicht? Das sind drei. Ih, wie hässlich. Oder muss ich von hier anfangen? Nee, er steht ja hier. Wenn ich ihn zurücksetze, steht er ja hier. So, und ich habe keine zwei. Wie mache ich das? Egal, ich würde sagen, ich probiere mich einfach aus. Irgendwann wird schon irgendwas gehen. Nur eine 3. Vor allem, er geht ja auch nur in eine Richtung, ne? Ja. Das wird bestimmt wieder so ein Rätsel, was ich im nächsten Part fortführe. Weil ich hier erstmal ewig hänge. Das sind 9. Ja, toll. Und jetzt? Jetzt sind sie voll. Wie geht das? Kann mir das bitte jemand erklären? Oder ich muss es einfach so lange machen, bis das ganze Ding funktioniert. Also es muss ja irgendeinen Code geben, der dahin führt. Ja, dann probiere ich einfach aus, würde ich sagen. Weil so klappt es gerade auf jeden Fall nicht. Gibt es die alle zweimal? Ja, die gibt's alle zweimal. Okay.
Ja, ist das schön, ist das schön. So tolle Rätsel. Ja, nee, ich nehme lieber die 5, dann bin ich wenigstens hier auf der... Ich bin nicht auf der... Doch, hier, guck mal, wenn wir jetzt die 3 nehmen, dann haben wir ihn hier. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, dann nehmen wir die 5. Ach, scheiße, er geht ja nicht zurück. Wir hätten die 7 gebraucht. Ich hab falsch gedacht. Ja, ja. Das ist doch jetzt Kacke. Das ist doch... Egal. Irgendwie schaffe ich das. Irgendwann. Okay. So, jetzt hätten wir den in die Richtung, ja. Brauchen wir die 7. Dann brauchen wir die 3. Die 5. Die 3. Gott. Okay, naja. Schwer war es jetzt nicht. Aber ich muss das erstmal peilen. Ich werde die Flasche zerbrechen müssen. Nein, sowas. Toll. Eine Zeichnung von einer Kerze. Moment, soll das vielleicht heißen, ich soll das Papier an eine Flamme halten? Weiß ich nicht. Das ist deine Interpretation. Haben wir überhaupt eine Flamme hier irgendwo? Hier ist eine Kerze, schau mal. Ach, der Heilige. Aha, in diesem Blumenkübel im Garten ist also etwas versteckt. Da will ich doch gleich mal nachsehen. Und was ist das? So ein Feuersymbol. Da muss etwas Wichtiges drin gewesen sein. Sieht aus wie ein Engel. Vielleicht ist das der Engel, den sie kaputt gemacht hat. Was ist das hier? Kaputter Tacker. Da scheint eine Notiz drin zu sein. Ich muss das Klebeband vorsichtig entfernen, damit ich sie nicht kaputt mache. Ich habe aber leider gar nichts. Oder? Geht das hier? Nee. Achso, hier, warte mal. Da können wir ja was dran machen. Sprungfeder fehlt, kein Wunder. Okay. Keine Sprungfeder. Kann der hier rein? Nein. Kann der hier rein? Nein. Den brauchen wir ja auch noch. Da können wir auch gar nichts machen. Hat er mir nicht eben noch angezeigt, dass man was da machen kann? Na, egal. Was soll's? Bei sowas mache ich sowieso kein Rätselraten mehr. Da mir das öfter schon passiert ist. Dass man sich nicht ganz so darauf verlassen kann. Gut, dann gehen wir mal eben hier raus. Hier ist der Kübel. Laut der Zeichnung ist in diesem Blumentopf etwas vergraben. Aber die Erde ist ganz hart. Okay, das wird also erstmal nix. Aha. Okay. Ist das für, hier? Der Schlüssel? Taschenlampe, eine Schaufel. Was ist das hier? Schublade ist abgeschlossen. Wie bekomme ich sie auf? Ah ja. Nicht hiermit vielleicht? Nein. Taschenlampe. Puder. Vielleicht müssen wir mit dem Puder nach Fingerabdrücken suchen. Ach, das Zeichen ist da drinne. Ach so. Na, ist ja ein Ding. So, dann mal los. Oh Gott, was ist das? Setze das Symbol in der Mitte aus den Teilsymbolen zusammen. Ja. Das. Warte, ich muss mal eben gucken. Und das. Da haben wir... Da
das und das. Das und das. Die beiden? Gott, wie viele kommen denn da? Dit. Mhm. Alter, er hört gar nicht auf. Ich würde sagen, die beiden. Ah, ein Herz. Ist das nicht schön? Also es sah zumindest aus wie eins. Hier. Und dann haben wir noch die beiden. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte. Oje, warte mal. Ne, das ist immer noch nicht der letzte. Meine Herren. Ach, jetzt gehen die Großen erst weg. Okay, alles klar. Das dauert noch ein bisschen. Tada! Staubkopf. Ja, geht so. Ich muss die wahrscheinlich kleben, ne? Yay, die Engelsfigur. Und die kommt doch bestimmt da hinten rein, ne? Ich muss die Zeit im Auge behalten. Ich verliere mich ja immer ganz gerne in solchen Spielen. Insbesondere dann, wenn es gut läuft. Ja, hier. Verdammt, die Batterien sind fast leer. Scheint ja nicht weiter zu schlimm zu sein. Okay, ich würde aber sagen, wir gucken ihm zu, wie er durch die Gänge läuft. Der Heizungskessel. Na, das ist ja reizend. Alles klar, ich werde den Part hier jetzt erstmal beenden und um den Kessel kümmern wir uns dann im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Tschüssi.